Genau, also das Projekt Dance for Respect haben wir jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Das Ziel ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Leute haben Bücher darüber geschrieben. Eins ist von meinen Freunden hier, von Tom to Rock. Ereignis 2013 war, Top to Rock riefen Dance for Respect ins Leben. Und seitdem haben über 17.000 Schüler mitgemacht. Ich glaube, mit 14, 15 Jahren haben wir uns selber geschworen und haben gesagt, wenn wir irgendwann mal die Erfahrung haben, wollen wir das natürlich gerne weitergeben an die Jugendlichen. Wir waren sehr aktiv auf der Bühne und es war wirklich sehr, sehr schön. Jetzt ist irgendein Gefühl bei uns, dass wir nicht unbedingt auf der Bühne sein müssen, sondern einfach unsere Erfahrung euch weitergeben. So, heute ist unser Buchpremiere und Dance for Respect die Endveranstaltung. Es war wirklich mega. Danke nochmal an euch vier. Es war wirklich eine sehr schöne Veranstaltung. Aber wo sind denn die ganzen Leute, Rocky? Ich glaube, du musst die Kamera einmal rumdrehen.